Umgang mit Unaufgeschlossenheit anderer. Vielleicht hast du tolle Ideen und für dich ist es ganz klar, das sind tolle Ideen, das sind großartige Ideen, sollte man sofort umsetzen. Aber du stößt auf Widerstände, die anderen sind einfach nicht aufgeschlossen dafür. Wie gehst du damit um? Zunächst mal gilt es anzuerkennen, die anderen haben gute Gründe, unaufgeschlossen zu sein. Menschen sind normalerweise solche, die das, was bewährt ist, auch bewahren wollen. Das ist doch auch etwas Gutes. Man muss nicht alles immer wieder in Frage stellen. Manchmal wollen Menschen mitgefragt werden. Manchmal wollen Menschen mit einbezogen werden. Manchmal, anstatt zu fragen, wie finden Sie das, kann man sagen, angenommen, wir würden das machen wollen. Wie würden Sie es machen? Angenommen, wir würden uns dafür entscheiden. Welchen Aufgaben sehen Sie dort? Angenommen, wir wollen das und das tun. Welche Aufgaben erwarten uns? Wenn man Menschen dann weiter beteiligt, dann werden sie plötzlich aufgeschlossen. Menschen mögen etwas ablehnen, aber wenn sie merken, dass sie dafür wichtig sind, dann werden sie plötzlich aktiv, die Augen leuchten, es kommt eine neue Aufgeschlossenheit dazu.